Ingo, ja. Du hast in die Poesiealben, damals hast du da schon reingeschrieben, dass du mal Popstar werden wirst? Oder wann hat sich das für dich so abgezeichnet? Um Gottes Willen, nee. Also das ist wirklich aus Versehen passiert alles mit unserer ganzen Band. Wir machen das ja seit 16 Jahren. Ende 93 haben wir eigentlich angefangen. Und die ersten 5 Jahre haben wir eigentlich komplett alles selbst gemacht. Die Shows selbst gebucht, die Platten selbst rausgebracht und so weiter. Das ist eigentlich immer so ein kleines Treppchen mehr geworden, ein bisschen mehr, eine Schippe mehr drauf, bis wir uns dann irgendwann Ende der 90er überlegen mussten, machen wir das jetzt quasi als 24-Stunden-Hobby oder studieren wir nebenher noch? Und weil früh aufstehen, studieren und so, das ist ja auch noch so eine Sache, dann haben wir gesagt, nee, lass uns mal die Band machen. So. Okay, und da ist das Studium auch an den Nagel gehängt. Ja, genau. Und du hattest zu der Zeit so was für Kitty, das der Schokoladen war für dich die Scheune da hast du auch richtig gearbeitet, in Imbüren, wo ihr herkommt, genau, stolzerweise, gell? Genau, ja, der Westfale trägt natürlich diese Flagge voraus und wir sind 51.000 Einwohner, da gibt's nichts zu lachen. Okay. Oh. Nein, aber die Scheune ist halt ein Jugendzentrum in Imbüren und eigentlich auch die einzige Möglichkeit gewesen, wo man damals auftreten konnte oder heute auch. Der Rest ist halt Mofa fahren oder in eine Bumsdiskothek gehen. Das ist irgendwie keine Alternative. Wobei, ich habe einen Mofa-Führerschein gehabt. Danke. Warst damals in den oberen 10.000 von Ibbenbüren. Ja. War sogar frisiert. 40 km/h, kein Problem. Also locker. Und da habe ich auch gearbeitet und habe eine Zeit lang auch das Booking gemacht und dort halt Bands auch hingebucht. Wir hatten damals das große Glück, zum Beispiel Green Day da zu haben, bevor das durch die Decke gegangen ist und so. 180 Leute unter der Woche. Wow. Eigentlich. Sehr geil. Ja. Cool. Ja. Und einer von den beiden Jungs, die wir gerade gesehen haben, Guido, ist dein Bruder. Genau. War da für deinen Papa so, oh Gott, ich habe meine ganze Brut an den Satan Rock'n'Roll verloren? Oder war das ganz cool bei euch in der Familie? Wir sind ja beide die böse Seite der Macht, aber unser großer Bruder André ist 5 Jahre älter. Und der hat eine Banklehre gemacht. Nee, der ist aber wirklich in Papas Fußstapfen getreten und der ist Diplom-Maschinenbauingenieur. Okay. Und damit habt ihr so ein bisschen freies Spiel. Ja, da konnten wir dann machen, was wir wollen, oder Guido? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut.